Wir gehen heute im Plaza Gardens frühstücken. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Restaurant-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir gehen heute im Plaza Gardens frühstücken. Es ist ein Character-Frühstück. Wie das Buffet aussieht, welche Charaktere wir heute treffen, das seht ihr alles in diesem Video. Und hier seht ihr mal die Preise. Und zwar kostet das Frühstück 41 Euro für Erwachsene, 35 Euro für Kinder. Und natürlich gibt es Jahreskartenrabatt. Bevor die Charaktere kommen und hier Action losgeht, möchte ich euch gerne noch das Buffet abfilmen. Es gibt eine Kaffeemaschinenstation, also hier könnt ihr euch Kaffee, Kakao, Tee ziehen aus der Maschine. Natürlich all you can drink. Dann gehen wir mal zum Buffet. Hier gibt es Säfte all you can drink. Wir haben Multivitaminsaft, Apfelsaft und Orangensaft. Hier gibt es normalerweise, also hier kann man sein Ei reinschmeißen und dann wird das gekocht. Und dann kann man hier so seine Uhr umstellen, aber das finde ich irgendwie ein bisschen umständlich an so einem Buffet. Ich habe es ja eher, dass die vorgekocht sind. Dann gibt es hier so eine Pancake-Maschine, die automatisch Pancakes rausschmeißt. Pancake-Maschine. Ja, Daniel? Gibt Sirup, Honig, Ahornsirup. Man sollte die Zange vielleicht oben hinlegen, wenn sich der Teller dreht. Das habe ich jetzt mal übernommen. Es gibt Porridge, Crepe, Würstchen werden gerade weggenommen. Es gibt Mickey-Waffeln, Rührei, Bacon, es gibt Kartoffeln, sehe ich da, Würstchen, Mushrooms, Baked Beans. Ich zeige euch mal ein bisschen. Hier gibt es auch noch Süßwaren, so Croissants. Hier auf die andere Seite ist ganz schön voll, muss ich sagen, voll voll. Hier gibt es Käse und Wurstwaren. Ja, ich lese jetzt nicht alles vor. Ihr seht ja Gürkchen, es gibt auch noch Senf, Garlic, also Knoblauch, Tomaten, Butter, Ketchup, Mayo. Das ist immer dasselbe auf der anderen Seite. Das ist ja so beim Plaza Garden, dass auf beiden Seiten dasselbe ist. Hier ist noch Marmelade, es gibt Erdbeer, Orange und Aprikose. Ich gehe mal da hinten hin, da ist nämlich nicht so viel los wie auf der anderen Seite. Das wissen dadurch auch viele nicht, dass man auf beiden Seiten im Prinzip dasselbe bekommt. Und ja. Ah, das ist vegetarische Wurst da hinten tatsächlich. Wieder Tomate, Champignons, Baked Beans, Potatoes, also schon so britisch angehaucht. Okay, ich sehe schon Captain Hook, Smee und Pinocchio ist da. Hier gibt es noch Nutella, Obst, so Brot, was man sich toasten kann, Brötchen, so Knäckebrot, Croissants, Schokocroissants und verschiedene Müsli-Sorten. Dann gibt es hier, also die Auswahl ist echt groß. Hier gibt es so Fruchtzwerge-mäßig, Apfelmus, Orangen, verschiedenen Joghurt, nochmal verschiedenen Joghurt, Ananas, Obst. Ja, und hier nochmal diese. Oh, schaut mal, da ist Mickey. Krass. Richtig süß. Ja, das war's. Ja, das geht nicht. Dann geh außenrum. Because there's more space. Thank you so much.
Terror. So, für mich gibt es jetzt eine Mickey-Waffel, ein Pancake, das soll besonders gut sein. Wurde mir gesagt. Sven hat gesagt, schmeckt wie die Hostie in der Kirche. Bin gespannt. Nase hängen geblieben. Oh. Break. Yeah, it's Snow White. Oh, thank you. Weil Captain Hook da ist. Daniel hat keinen Platz mehr gefunden. Ich muss gucken, wie ich die 35 Euro rein esse. Trockene Kartoffeln gegessen. Ja, guck mal, was er isst. Trockenes Brot, Kartoffeln. Sind die wenigstens mit Knoblauch? Nein, auch mit Salz. Aber Knoblauch war da auf dem Buffet. Kannst du drauf machen. Hi, Captain Hook. How are you this morning? So, can you come over here? There's more space. See, we have our friend. There's no space on the table. Yeah. Because you were there. Ah. You must hear. It's funny. Oh, jetzt wird er geköpft. Head. No head anymore. Thank you. Thank you, Captain Hook. Come over here, there's more space. Did you already have breakfast? So? What you want to read here? Yeah? A lot of breakfast. Let's have a picture. Was der Schuhe hat, Füße hat. Wer? Wir sind jetzt draußen aus dem Plaza Gardens, denn wir wurden ja eigentlich rausgekehrt. Denn das ist ja so, es gibt eins um 7:45 und den nächsten um 9:30 und gegen 9:15 sagen sie, Frühstück ist vorbei, ihr müsst eigentlich gehen. Tschüss. Deswegen sind wir jetzt hier draußen. Der Daniel möchte noch sein Fazit zu diesem wunderbaren, guten Frühstück geben. Ja, Was möchtest du und wie möchtest du dazu äußern? Wenn ihr wirklich frühstücken wollt, macht das auf gar keinen Fall, weil die Qualität wirklich unterirdisch schlecht ist. Es ist halt, es ist wie in den Disney Hotels das Frühstück, es ist mies. Egal, auch wenn ihr in das höherpreisigere, was weiß ich, Golden Forest Club oder sowas gibt, das Frühstück hier im Disneyland Paris ist einfach mies. Es ist mies. Das Einzige, was mir gut geschmeckt hat, war mein Brötchen mit Butter und Schinken. Ja, genau, super. Also diese auch hier, Sven hat Fruchtzwerge gegessen, das geht klar, also können wir machen. Ne? Aber alles andere für das Geld, 41 Euro kostet das pro Person, ist mit einfach Rabatt wirklich, 35. Genau, es ist einfach das Geld nicht wert. Klar, wenn ihr jetzt so ein mega Charakter-Fan seid, aber das kann es für mich niemals aufwiegen für das, was ich da vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen, wo ich Geburtstag hatte, waren wir morgens frühstücken für 16 Euro pro Person. Wir hatten auch, glaube ich, Getränke, so viel wie wir wollten. Ne? Kaffee und so war da dabei. Nee, das war, glaube ich, oder? Was extra? Doch, Kaffee war dabei, aber okay. Wenn wir extra Sachen wollten. Und es gab frische Omelettes, es gab frische, also so Lachs. Richtige Waffeln. Es gab Lachs, es gab verschiedene Brotsorten und so. Und das war wirklich hier, klar kann man sowas hier nicht erwarten. Das ist was anderes als Gastronomie zu Hause, aber so darf es einfach auch echt nicht sein. Aber die Pancakes haben wirklich nach Hostien geschmeckt. Die Pancakes waren nur Wasser und Mehl. Wasser und Mehl. Die Waffeln, absolute Katastrophe. Ihr müsst das schon ertränken in Zucker oder in Sirup, damit ihr überhaupt einen anderen Geschmack bekommt. Selbst mit Sirup, hast du schon gesagt, hast du einen komischen Nachgeschmack. Ja, es war
Also die, was, also für die Charaktere ist es gut, man bekommt wieder 6 Charaktere. Wir hatten heute. Ja, aber da müsst ihr auch schon schauen, dass ihr überhaupt noch einen Platz findet, wo ihr die fotografieren könnt. Ja, das stimmt. Weil es ist nämlich so wenig Platz, dass er vielleicht einen Kopf drauf bekommt. Das ist wirklich enge. Also ich habe gesagt, die haben wirklich jeden Tisch, den sie irgendwo noch im Lager hatten, da reingeknallt. Es war laut, es war eng, es waren super viele Leute und... Aber wir hatten 6 Charaktere. Captain Hook, Mr. Smee, Pinocchio, Geppetto, Winnie Pooh und Tigger. Ihr seht Daniels Begeisterung. Das war toll. Ja, unser Fazit, wir würden es auf jeden Fall nicht weiterempfehlen für das Geld. Spart euch das Geld. Genau, kauft euch lieber Zuckerwatte für 35 Euro. Ganz ehrlich, die sieht wenigstens noch schön aus. Nutzt die Zeit in der Extra Magic Hours, um Charaktere zu treffen oder so, aber ja. Macht das nicht. Und damit beenden wir das Video. Wenn euch das Video ja gefallen, würde ich jetzt nicht sagen, wenn euch das Video... Wenn es euch weitergeholfen hat bezüglich eurer Entscheidung, ob ihr das Frühstück buchen sollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder. Bye, bye.